Hallo zusammen, ich stehe hier mit Svenja und Andreas von Reiseretter. Ihr habt gerade den Rheinland-Pitch gewonnen. Wie fühlt ihr euch? Geflasht, also ich kann es noch gar nicht begreifen. Ich bin total dankbar, ich freue mich total und war super toll, tolle Veranstaltung für uns. Also vielen Dank an alle, die für uns gewotet haben. Ja, kann ich auch noch sagen, vielen Dank an alle, die für uns gewotet haben. Super wertvoll waren auch die ganzen Gespräche, jetzt auch noch vor der Preisverleihung, ja, wo wir mit vielen Leuten drüber reden konnten und auch nochmal so von allen Seiten die Business-Idee beleuchten. Das war klasse, auch noch die Fragen zu hören. Ja, stellt doch nochmal ganz kurz euer Konzept vor. Worum geht es bei Reiseretter? Genau, also Reiseretter, wir sind quasi das Airbnb für Stornoreisen. Bei uns können Kunden, die ihre Reise nicht antreten können, die zum Beispiel keine Reiserücktrittsversicherung haben oder die Reise eben nicht stornieren können, verkaufen. Also wir schaffen quasi einen Ersatzkäufer für euch und letzten Endes habt ihr den Vorteil, dass ihr keinen finanziellen Verlust sozusagen dadurch einfahrt und auf der anderen Seite können eben dann Leute bei uns günstige Reisen eben diese Stornoreisen eben kaufen. Wie weit seid ihr jetzt mit eurem Konzept? Sagen, wo steht die Plattform? Was ist der Status quo und was sind die nächsten Schritte? Ja, wir sind jetzt seit Ende November mit einem MVP draußen, also wirklich ein Prototyp. Ja, sind absolut positiv überrascht von den Ergebnissen. Jetzt nach dem ganzen Bootstrapping-Ansatz, wirklich mit 0 Euro Mitteleinsatz, wollen wir das Ganze zum nächsten Level bringen. Jetzt ist die Zeit gekommen, ja, eine skalierbare Plattform zu bauen, damit wir mit der Lösung, die wir anbieten und die alle Kunden mögen, auch die Kunden sehr schnell und auch vor allen Dingen ökonomisch bedienen können. Das heißt, ihr sucht jetzt einen Investor, ja, sozusagen, oder einen Business Angel. Über welche Größenordnung sprechen wir bei euch? Genau, also wir suchen einen Investor bzw. Business Angel in der Höhe von 500.000 Euro. Damit wollen wir eben die Plattformentwicklung, Staffing des Teams und auch Marketing letzten Endes finanzieren. Prima, dann wünschen wir euch viel Erfolg dabei und bei den nächsten Schritten. Danke.